Ja, kurz vor meiner wohlverdienten Pause, ich bin jetzt eigentlich auch schon ziemlich müde, melde ich mich noch bei euch. Und zwar war gestern im Museum und heute Morgen habe ich schon eine Astrologieberatung gemacht. Heute Nachmittag um 4 kommt noch ein Schauspielschüler zu mir. Also ich habe gut zu tun, obwohl Feiertag ist. Aber ich wollte euch heute was erzählen zum Thema Geburtszeitkorrektur. Also es ist so, dass manche Horoskope irgendwie nicht so stimmig scheinen oder auch die Menschen selber nicht genau wissen, wann sie geboren sind. Eine Geburt muss man sich ja vorstellen, also wer es selber erlebt hat, weiß es, es ist ein dramatischer Vorgang, es passiert unglaublich viel und in dem Falle von heute hatte ich eine sehr, sehr nette Klientin, deren Horoskop mir schon seit einer Woche im Anblick auch auf ihre Fragen und das, was sie kurz so über sich geschrieben hat, mir merkwürdig vorkam. Und ich spürte immer wieder, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe dann heute Morgen bin ich sehr früh aufgestanden, obwohl ich ja so spät ins Bett gekommen bin und habe mich noch mal 1,5 Stunden an dieses Horoskop gesetzt und habe die Zeit um 4 Minuten korrigiert, so dass sie ein anderes viertes und zehntes Haus bekam. Also die eine Achse hat sich dadurch ein bisschen verschoben, IC-MC-Achse, dahin, wo es für mich plausibler war. Es ist nicht viel, das ist gerade mal 1 Grad, 4 Minuten. Aber damit hatte sie einen Jungfrau-Aszendent und einen Fische-IC und das passte zu allem viel besser. Ich habe aber dennoch die alte Version drin gelassen und habe dann mit ihr gemeinsam heute beide Versionen angeschaut. Und sie musste mir recht gehen. Sie sagte, das ist absolut die alte Version mit der alten Geburtszeit stimmt gar nicht, aber das neue, das stimmt hundertprozentig. Und so habe ich eigentlich diesmal nicht rechnerisch, sondern rein intuitiv und vom Gespür her eine Geburtszeitkorrektur durchgeführt. Auch das ist möglich. Es gibt viele Methoden, wo man das technisch und rechnerisch machen kann, aber die sind sehr, sehr zeitaufwendig. Das war gar nicht nötig in dem Fall. Mir ging es hauptsächlich um das richtige Berufshaus und das richtige Herkunftshaus. Also sie hatte auch Fragen nach der Wohnsituation und eben auch nach dem Beruf. Und so ging es auf. Also waren wir beide sehr glücklich. Sie war sehr zufrieden. Es war praktisch eine Neugeburt, auch wenn es nur 4 Minuten früher war. Sie ist jetzt statt 30 26 geboren Minuten. Und ja, es war ein tolles Erlebnis für uns beide. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. Ich muss mich jetzt mal hinlegen. Ich bin übermüdet, damit ich nachher wieder fit bin. Und wünsche euch einen schönen Feiertag. Alles Liebe und Tschüss.